Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Elfist Cave 3, mein absolutes Lieblingsspiel. Heute geht's in den Wilden Westen. Sayaka, wir zum Cowgirl. Oder auch noch nicht? Oh Gott, der Wilde Westen kommt noch gar nicht. Jetzt habe ich euch zu viel versprochen. Aber wird wahrscheinlich trotzdem noch kommen. Nehme ich danach. Montag der 16. Nightmare on Palm Street, kleine Horrorstadt. Das ist natürlich jetzt ein Spiel um viele Gruselfilme. Wie zum Beispiel hier Nightmare on Palm Street. Das ist natürlich ein Anspielung an Nightmare on Elm Street. Und Montag der 16. Anspielung und Freitag der 13. I guess. Sayaka? Und das Wassernetz, was sonst mal das erste Gadget war, gibt's erst jetzt. Mit diesem Wassernetz kannst du unter Wasser schwimmen. Like, what the fuck? Schwimm ein paar Runden in der Trainingsstation. Zur Trainingszone gehen? Yes! Ist das nicht seltsam? Das Wassernetz gab es in der Episcopal immer in der zweiten Welt. Aber hier? Ja. Gibt's das jetzt? Und das Wassernetz ist nicht mehr so overpowered. Früher hat es hier ein Projektil abgeschossen, jetzt nur so. Nahkampfnetz. Bisschen blöd. Aber naja. Ja, wofür ist denn jetzt da? Um Affen zu fangen. Wie gesagt, ich erspare euch das Gelaber von Aki, weil sie erklärt das Offensichtliche. Muss das sein? Not really. Mit dem rechten Stick können wir tauchen, wenn wir den reindrücken. Wenn wir den rechten Stick reindrücken, können wir da auftauchen. Ja, und das war schon alles. Okay. 12 Affen müssen wir fangen, 14 Affen gibt es. Und das Schöne ist, hier gibt es auch noch so einen kleinen Freizeitpark. Ihr wisst ja, ich habe so einen Freizeitpark, Viertisch. Große Freizeitpark-Klemme gab es natürlich in Episcope 1. Aber auch hier, kleiner Freizeitpark. Aber ein großer Freizeitpark, genau wie in Silent Hill 1. Da gab es ja auch sowas. Schieße mit dem Wassernetz auf Affen, die versuchen wegzuschwimmen. Bewege den linken Analogstick in die Richtung, in die du schwimmen willst. Und drücke die L3-Taste, um unterzutauchen. Drücke den rechten Analogstick in eine beliebige Richtung, um die Affen mit dem Netz zu fangen. Ja, aber wie gesagt, es war so nett, nicht mehr so gut, wie es mal war. Und der taucht direkt ab und wird direkt gefangen. Will. Ja, ich will. Der Witz, ich habe ja schon den Soundtrack in den Himmel gelobt. Und ich finde, in dieser Welt merkt man, wer der Komponist ist. Und zwar der gleiche Komponist von Ape Escape 1. Suichi Terada, diese unvergleichlichen Ape Escape Soundtracks geschrieben hat. Hier merkst du es heute als erstes. Ist das ein Feuerspucker? Ich glaube, es ist ein Feuerspucker. Oh Gott. Wie im Zirkus bei Ape Escape 2 in Las Vegas Welt. Gott. Was sind das für komische Roboter? Oh, die machen mir Angst. Ab vor Angst, Mann. Dieses Pferd sieht ein bisschen creepy aus. Hä, war da nicht mal ein Affe drauf? Habe ich wohl geträumt. Doch, da ist einer. Zwei, einer mit der Laserpistole. Gottes Willen. Kriegen wir den noch runter? Einfach so fangen. So Mac. Big Mac, Bunny ihn weg. Man kennt das Meme. Okay, Doc. Hier ist ein wunderschönes Kettenkauf, nicht Kettenkauf, ist ein Riesenrad. Das habe ich schon Kettenkauf, ist halt so ein Riesenrad. Das ist hier jetzt auch nicht mehr ganz bei Sinn, glaube ich. Ja, Leute, ich habe nicht so gut geschlafen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ja. Ah! Oh Gott. Dieses Geschrei war übrigens nicht eingefügt von mir, es ist einfach eingefügt vom Spiel. Der hat einen Pfeil durch den Kopf, das ist eher als nur Show, wie ihr seht. Er hat gar keinen Pfeil mehr durch den Kopf. Alles Filmtricks. Und das merkt man einfach in dem Spiel viel. In Filmen mit Tricks gearbeitet wird. Das Spiel ist ja von 2006. Da wurde wirklich noch alles so gemacht. Heutzutage wird es nicht mehr so gemacht in der Filmbranche. Heutzutage macht man sowas eher mit Computer. Computeranimierte Filme. Für die, die es nicht wissen, mein Lieblingsfilm ist auch sehr viel mit Computer gemacht. Das war Avatar. Aufbruch nach Pandora. Das war, glaube ich, so der erste Film, der richtig viel mit Computer gemacht hat. Könnte man sagen. Ja. Hey, hey. Hallo. Die Morph-Anzeige füllt sich mit der Zeit. Das stimmt, aber nur eine Leiste. Die Umwandlungszeit verlängert sich, wenn die Morph-Energie aufgenommen wird, während du als Charakter agierst. Sammle möglichst viel Morph-Energie, wenn du welche siehst. Ja, aber noch haben wir ja gar nicht so viele Slots.
Wir haben ja nur einen Morph-Trank und ja, da lohnt sich das noch gar nicht so. Oh Gott, ich habe einen Mini-Boss-Kampf und der ist echt sauer schwer. Ja, das wäre ein Spaß. Dieser Bosskampf war verdammt schwer. Ich weiß gar nicht, wie der ging. Ich glaube, hier brauchen wir die Zwille. Ja, saug du nur, saug du nur. Hört auch mal auf zu sagen. Just zack. Ja, und dann erwischen. Okay, es wird auch nicht so schwer. Ich hatte das kleine Square, hatte ich so viele Probleme hier. Ah, jetzt weiß ich wieder warum. Weil, wenn man dann zu greedy ist, dem sich zu oft nähert, dann saugt er sofort und man kann nicht mehr ausweichen. Ich glaube, in einem Stampfer müssen wir erstmal warten. Ja, so ist es auch. Ist gar nicht so schwer. Aber da hinten ist noch ein Affe mit der Kanone. Dem sollen wir uns nicht nähern. Das ist quasi wie das Mammut in der Eiszeitwelt in Escape 1, nur nerviger. Nein, hör auf! Hör auf zu saugen, du Blödmann. Boah, das kann dauern, ey. Das ist halt echt nervig. Jetzt saugt er wieder. Ja. Was schön ist, ich kann das jetzt auch so abbrechen. Das hätte ich eher machen sollen. Nein, wir haben noch keine Spezialgeschosse. Ich glaube, die kriege ich in dem Spiel auch nur in den Laden. Und wie immer, kein Feedback vom Spiel. Es sieht zwar so aus, als würden wir den Schaden machen, aber ich glaube, ich mache das irgendwie falsch. Finde ich nicht witzig, Leute. Folgt mir natürlich falsch. Das Spiel sagt mir jetzt nicht, wow, du hast jetzt so oft Schaden gemacht. Ich sag doch, der Bosskampf ist mega schwer. Schwerer als die eigentlichen Bosse. Voll blöd. Mann. Was soll ich tun, ihr Lieben? Da oben ist natürlich auch nur eine Schwachstelle, ist mir schon klar. Könnte ich jetzt zum Fantasy Night switchen? Bezweifle, was mir das bringen. Als Maltieren bin ich ja auch komischweise Nahkämpferin in dem Spiel. Ja, guck mal, wie oft wir den getroffen haben. Ist doch unnormal. Guck mal, das ist doch unnormal. Absolut unnormal. Guck mal, es passiert nichts. Wie oft haben wir die jetzt erwischt? Es passiert einfach nichts. Doch, jetzt ist der Schrott. Oh Gott, Leute. Das ist Ape Escape 3. Dann gab es einen super leichten Bosskampf gegen den weißen Affen und dann kommt hier einfach ein Zwischenbosskampf, der wahrscheinlich der schwerste Boss des Spiels ist. Not gonna lie. Ist das nicht weird? Mama! Hätten wir später Verwandlung, wäre der Bosskampf viel leichter gewesen, aber wir haben einen Fantasy-Ritter. Der nicht wirklich was gebracht hat. So, vom Fuß sind wir jetzt gekommen. Das ist jetzt die Preisfrage. An Kürbisse kann ich mich nicht erinnern, also. Jetzt hier weiter. Stimmt, hier konnte man auch ganz gut Geld farmen. Nur das Problem ist, es ist natürlich viel weiter weg als die Schatzkammer. Hallo. Einmal runter. Ja, das ist so cool gemacht, weil die Welt hat so eine richtig düstere Atmosphäre. Und jetzt hast du die Kürbisse, die einfach im Dunkeln leuchten. Das sieht so cool aus. Oh mein Gott. Echt grafisch. Immer noch super anzusehen, auch 15 Jahre nach Release des Spiels. Das Spiel ist schon 15 Jahre alt. Und immer noch eine Augenweide, finde ich. Gut, ich bin natürlich auch nicht objektiv. Das ist halt mein Lieblingsspiel. Ich liebe es ungeheuerlich. Ach komm, der nervt hier. Geh mal raus aus deinem Kürbis. Zeig mir dein Angesicht. Sei nicht so schüchtern. 5 Affen fehlen noch. Ja, der Level ist auch wieder sehr linear. Aber auch gigantisch. Ja, mir fällt auf, das Spiel ist auch relativ linear. Habe ich ja kritisiert in Ape Escape 2, aber... Ja, das Spiel ist eigentlich auch linear. Naja. Trotzdem gibt es ja auch mal wieder intelligente Abkürzungen, wie wir schon im letzten Part gesehen haben, beim Spectre Studio, wo einfach das halbe Level komplett abkürzen kannst. Hat Ape Escape 2 aber auch. Nur, ich möchte immer wieder darauf aufmerksam machen, dass Ape Escape ursprünglich gar nicht linear war. Ein Charakter erwischt, wenn man ins Wasser kommt. Aus irgendeinem Grund ist die Morph-Uhr im Wasser geschwächt. Frag mich nicht, das ist zu kompliziert zu erklären. Ja,
Ja, das ist so wie bei Soul Reaver 1, wenn wir das Wasser berühren, nehmen wir sofort eine andere Gestalt an. In Soul Reaver bist du ja sofort in Spektralwelt. Und naja, in dem Spiel, wenn du halt verwandelt bist, löst dich wieder auf, bist wieder Sayaka. Also nicht verwandelt. So, was haben wir hier für einen Film? Oh Gott, ein Horrorfilm. Und Action. Es ist Freitagnacht. Das war's. Ich liebe Horrorfilme. Klappe mir gar nicht, oder? So ein unschuldiges, süßes Mädchen mag Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme. Oh, diese Gegner sind ein bisschen unangenehm. Jetzt muss ich wieder ins Wasser mit diesen komischen Gegnern. Hey, Girl! Bleib hier! Oh, das Girl, das ist schüchtern. Ja, an Land können wir weitermachen. Oh. Okay. Das war die Pauline. Und jetzt müssen wir da hinten hin. Zu dem maskierten Übeltäter. Die Kettensäge. Ist doch Jason, oder nicht? Ist das Jason? Nein, er hat das Netz. Okay. Wie gesagt, wenn er mich jetzt einfangen würde, Game Over. Instant Game Over. Muss das sein? Nee. Deswegen, wenn die mein Netz klauen, gehe ich sofort immer in die Verwandlung. Aus dem Weg! Cool. So cool, wie es ist, dass jede Verwandlung den eigenen Soundtrack hat, in der Gruselwelt so einen uplifting, happy Soundtrack, finde ich jetzt nicht so cool. Da habe ich lieber diese gruselige Atmosphäre. Weil der Soundtrack, wie immer vom genialen Komponisten Switch Terada, wird der Atemraum passend gemacht. Und da brauche ich nicht. Schieben. Naja, mehr Kisten schieben als in Soul Reaver 1 geht sowieso nicht. Ohne Scheiß. Kennt ihr irgendein Spiel, wo man mehr Kisten schieben muss als in Soul Reaver 1? Das ist Kistenspiel Deluxe. Okay. Und hier haben wir wieder so einen typischen Switch-Terrada-Soundtrack. Das wirkt einfach wie früher in Ruinenwelt. Ape Escape 1 Ruinenwelt hat ja ähnliche Vibes. Ich finde, der Typ kann einfach die Ape Escape Vibes am besten rüberbringen. Vor allem, wenn man mit dem ersten Teil aufgewachsen ist. Vielleicht. Ohne Scheiß, vergleicht's mit der Ruinenwelt. Ach, guck. Das ist wieder einer unserer Fanboys, Mumiek. Der ist verliebt in Sayaka, kann man einfach so fragen. Coole Sache. Ich bring dir bei, wie man Säulen und Masten erklettert. Erklärt sich das nicht von selbst? Versuche, ich bitte dich. Säule oder eine Mast zu springen und dich sofort daran festzuhalten. Ach komm, schon arg hier. Hältst du mich wirklich für so blöd? Das ist ja so kompliziert. Gar nicht wie in jedem anderen Spiel. Drücke zum Abspringen erneut die Sprungtaste. Muss ich dazu noch was sagen? Einfach dagegen springen, hochkraxeln. Ja. Sollte sich von selbst erklären. Und hier braucht man den magischen Ritter sogar. Soll ich Magierin sagen? Soll ich Ritter sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mann. Und wir haben wieder ein ritterliches Duell. Goodbye, Ugito! Boah, jetzt dürfen wir hier posieren als Fantasy Knight. Richtig cool. Im Grunde genommen ist es nicht Fantasy Knight, das ist Magician Girl. Kennt ihr bestimmt die Yu-Gi-Oh-Karte? Dark Magician Girl. Super cute. Sagen wir lieber Magician Girl. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, in den Wilden Westen. Werde ich das noch machen? Und riskiere, dass der Part zu lang wird? Ja. Wenn deine Morph-Anzeige voll ist. Ich mache das jetzt einfach, Halte Leute. Deinen Morph-Energievorrat immer im Auge. Ja, wenn wir den nächsten Boss besiegt haben, erhöhe ich auch wieder den Vorrat. Oh Gott, Wild Westdorf. Red Dead Redemption war gestern, die glorreichen Affen. Oh mein Gott. Es gab hier das Westernland in dem Freizeitpark von Spectre in Ape Escape 1 und jetzt haben sie ein gesamtes Level rausgemacht. Es gab ja auch den TV Tower. Also Spectre hat ja schon mal versucht, irgendwie was mit Fernsehsender zu machen in Teil 1. Und auch im Westernland. In Spectre's TV Park.
Nicht TV-Park, Freizeitpark. Und all diese Ideen wurden hier wieder aufgegriffen. Finde ich cool. Sayaka, hör bitte zu. Ich importiere die Charakterdaten in deine Morph-Uhr. Darf ich vorstellen? Wild West Kid. Diese Musik. Wild West Kid benutzt Revolver und kann im Laufen schießen. Übe zunächst einmal in der Trainingszone. Zur Trainingszone gehen? Zur Trainingszone gehen? Ich muss das. Gut. Also der Fantasy-Ritter, Magician Girl, ist der komplette Nahkämpferin. Das ist das Gegenteil. Jetzt sind wir ein Cowgirl. Oh mein Gott, Leute, wir sind ein Cowgirl. Mit der schlechtesten Spezialfähigkeit im gesamten Spiel. Weil die kann ich überhaupt nicht steuern. Man muss ja hier den Stick kreisen und dann, ja, schießt sie irgendwo hin. Das ist halt so ein Superschuss. Also wer das steuern kann, na gut, man kann auch ein bisschen anvisieren. Jetzt habe ich ihn tatsächlich getötet. Wow. Glaubt jetzt nicht, dass der Superschuss gut ist. Ich kann damit nicht umgehen. Und das Schöne bei dieser Verwandlung ist halt, dass du aus der Ferne die Affen einsammeln kannst. Das ist wie das Wassernetz früher. Hier wurde das Wassernetz ja genervt. Kann keine Projektile mehr verschießen, aber dafür kann es das Cowgirl. Ja, und natürlich aus der Ferne können wir die Gegner auch töten. Ist klar. Und die Fernkämpferin jetzt sind. Wow. Die Erklärung kann Aki sich auch wirklich sparen. Oh Gott. Fangen wir 12 Affen. Ziemlich viel. Und ich sag mal so, das Level ist auch nicht so einfach und der Boss ist wahrscheinlich der schwerste Boss im Spiel. Second Boss, der schwerer ist. Der erste feine Boss vielleicht. Ja. Oh Gott. Ah! Die noch was geben. Der MB wurde ja nur mit nichts eingefangen. Und hier seht auch schon die Vibes. Von Ape Escape 1 vom Spectre Park. Was hier so ähnlich war. Gott, warum kriegt er so eine extra Animation? Auch das hat man tatsächlich schon in Teil 1 gesehen. Wow. Was will Arkien hier noch sagen? Genau, die Kugeln sind natürlich nicht so stark. Kreise rasch den rechten Analogstick, dann kannst du einen abfeuern. Versuch es. Ja, und das Gewehr habe ich euch ja schon eben erklärt, dass es sehr schwer zu steuern funktioniert. Nur in den seltensten Fällen. Ja, und in die wenigsten Läden, Saloons kann man rein. Aber in einen Saloon kann man rein. Das, oh Mann, die Gegner. Ja, vielleicht. Und das ist der hier. Monkey Town. Der Showdown um 12 Uhr mittags. Ja, der wird noch kommen. Den nächsten Bossgegner, Leute. Wer könnte das wohl sein? Wen bringt ihr von den 5 verrückten Affen mit Wilden Westen in Verbindung? Irgendwie keinen. Sind wir ehrlich. Aber hey, einer schlüpft in die Wilden Westrolle. Einer muss ja den Fernsehsender schließlich übernehmen. Gott, was ist das für eine? 10.000 Bananen Reward. Wow. Wanted. Dead or alive. Bist du das? Yeah. Ah, er ist sauer. Gott. Hör auf. Boah, die regen mich echt auf. Das war Uki the Kid, Anspiel und Billy the Kid. Boah, die machen mir echt Dauerfeuer. Das Ding ist, die müssen gar nicht nachladen. Ich weiß nicht, ob ihr Madhawk McCree kennt fürs CDI. Das ist so ein Raygun-Shooter. Du musst permanent nachladen. War so ein Colt vom Wilden Westen. Da passen nur 8 Munitionen rein oder so. 8 Kugeln. Auf jeden Fall nicht allzu viel. Das ist halt das Problem. Ja, Kronleuchter. Yay. Das hat ein bisschen die Vibes von der Burgwelt. Crumbling Castle aus Ape Escape 1. Da haben wir uns mal auch über die Kronleuchter springen. Hui. Ja. Wunderschön. So, und hier ist, glaube ich, der Wanted-Typ. Hier ist er. Wild West Kid. Und das Schöne ist, du kannst dich so ein bisschen tanzen lassen. Ja. Nee, das ist nicht der Wanted-Typ. Das ist ein Mexikaner. Nico, der Boss. Nico, mein Stiefbruder. Das ist der Boss. Auch interessant. Na gut, der Wanted-Typ scheint scheinbar nicht in den Saloon zu sein. Machen wir weiter. Aus dem Weg!
Diese Stadt ist zu groß für uns beide. Oder so ähnlich. Man kennt den Spruch. Hier passt die Musik wenigstens zum Level. Aber hör jetzt auch nur zu diesem Level. Ah, oh Gott. Hier ist schon mein Grabstein. Okay, jetzt nicht mein Grabstein, aber wenn ich weiterhin so spiele, wird es meiner sein. Gott, die rollen fest. Sind wir bei Donkey Kong oder was? Wo ist der DK? Oh, was ist das fies? Komm, wie schnell die rollen. Oh, ist das gemein. Hier ist schon wieder so ein Mexikaner. Komm her, Muchachos. Ah, nee. Und da wollte er mich schon einfangen. Habt ihr das gesehen? Und da wollte er mich schon eiskalt einfangen. Werden wir das sehen im Spiel wahrscheinlich nicht. Was auch gut so ist. Ich hab keine Lust, noch mein Level komplett neu zu machen. Oh Gott. Na gut. Monkey Town. Die Welt hier hat tatsächlich auch einen zweiten Abschnitt. Da müssen wir mit dem Zug hin. Das wird auch richtig cool. So mit dem Zug fahren. Dann diversen Hindernissen ausweichen. So ein bisschen wie bei Uncharted 2. Richtig cool. Nur dieses Spiel war viel früher als Uncharted 2. Aus dem Weg! Ich suche immer noch den Wanted-Typen. Ich glaube, der ist erst im zweiten Abschnitt. Aber mit diesen Gegnern tue ich mich echt schwer. Muss ich zugeben. Ich glaube, in dem Wassertank, da ist ja so ein Wasserbehälter. Da befindet sich tatsächlich, wer hätte es gedacht, nur ein Affe. Aus dem Weg! Gib mir einen Keks! Oh Mann! Hier ist ein Keks. Aber wir holen erstmal Affen. Yay! Affiens. Vollständig regeneriert. Und was hat sie hier zu sagen? Das ist eine nützliche Funktion. Schnellumwandlung. Damit kannst du einen Charakter schon vorher auswählen. Musst also nicht jedes Mal eine Auswahl treffen, wenn du... Ja, aber das ist doch kacki. Ich will ja taktisch meinen Charakter auswählen. Aber ich weiß, da findest du ihn halt besser. Manchmal ist White West Kid besser. Wenn das Menüfenster so aussieht, drücke Charakter auswählen. Und stelle den gewünschten... Voll blöd. Voll männlich. Ab jetzt verwandelst du dich automatisch in... Also wenn ein Spieler eine Spielerin wirklich ein Favorite hat und immer die gleiche Verwandlung nehmen möchte, dann ist es cool. Schalte es im Optionenfenster wieder auf. Ich mag das nicht. In den Magical Girl Animes gibt es auch immer wieder die Magical Girl Verwandlungsszenen. Ich lasse jetzt die auch an. Was soll denn das? Mukik Mumbo. Diese Robotergegner. Zum Glück kommen die nur in diesem Level vor. Eventuell noch im finalen Level des Spiels. Das weiß ich nicht mehr genau. Die regen mich echt auf. Komm. Zug, ich wähle dich. Deutsch-Bahn ist mal wieder verspätet. Man kennt's. Ich mag Züge. Man kennt die Memes. Rein in den Zug. Und hier mal wieder was zu filmen. Oh, und dieser Soundtrack ist so cool. Hat was von Ape Escape 1. Aus dem kleinen Wildwest-Abschnitt. Und Action. Immer die gleiche Umgebung. Tja, so ist es leider. Der Wilde Westen ist ein eintöniges, unbebautes Land. So ist das nun mal. Schön mit Regenschirmen gefangen. Die Margaret, das Zwillingregenschirm. Das haben so alle getan, damals gehabt im Wilden Westen. Ich hoffe nicht, dass ein Regenschirm ist. Naja. Wo ist Arthur Morgan, wenn man ihn braucht? Wo ist der Held des Wilden Westens? Red Dead Redemption. Man kennt's vielleicht. Oh Gott. Und wenn wir zu hoch sind, dann treffen uns halt diese komischen... Ja, wie soll ich sagen? Ja, was ist das überhaupt? Von dem Bahngleis, da hat diese Stangen. Muss man aufpassen. Das meine ich halt... Ah, da waren Bananen drin und Affe. Das meine ich halt wie Uncharted 2. Da muss man ja auch aufpassen. Dass man von sowas nicht getroffen wird. Man kann auch vom Zug runterfallen und übelsten Schaden nehmen. Und das ist Old Chatter. Natürlich, Old Chatterhand. Mein keins. Oh Gott, was ist das für ein Kranker? Oh, ich mag den nicht.
Gott! Und da hat mich dieses Ding erwischt, dieses Tor. Ich sag doch, das ist nervig. Ich will zu Affen hier fangen. Eigentlich mit einer Verwandlung, aber hey, ich muss da wieder spannend machen. Ich weiß, wir gehen jetzt in die Verwandlung. Hui! Aus dem Weg! Boah, echt, ich brauche mehr Kekse. Die Gegner seit Millionen, nicht so. Aber hey, das Spiel ist wieder großzügig. Escape 2 war nicht so großzügig. Und das war der letzte. Wir haben es schon geschafft. Wir kommen gar nicht mehr zu dem zweiten Abschnitt. Weil normalerweise endet der Zug doch irgendwo im Grand Canyon. Und dann gibt es natürlich auch noch voll viele Affen. Naja, schieben wir uns auf. Wir sind noch nicht durch, Aki. Jetzt kommt noch der Boss. Oh Gott. Das ist der zweitschwerste Boss des Spiels. Ich habe Angst. Es ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, der blaue Affe. Der Sport- und Rennbegeisterte. Mit seinen komischen, motorisierten Einrad. Warum hat er ein Einrad mit Motor? Sei mal ehrlich, warum? Ist das nicht lebensgefährlich? Ist das? Suchst du nach mir, Kleine? Hör lieber auf den Sheriff zu spielen. Denn ich ziehe hier im Westen am schnellsten. Ach ja? Sagt wer? Du glaubst mir nicht, Mädel? Wenn ich dich besiegt habe, werde ich morgen ein Star sein. Und dann bitte ich Rosa um eine Verabredung. Und dann? Hey, Kleine. Das ist ein Duell. Wenn die Spieluhr aufhört, beginnt unser Kampf. Los geht's. 12 Uhr wird am besten Showdown. Und jetzt kommt diese mega geile Musik. Oh Gott. Wollen wir uns schon verwandeln? Nee, komm, wir machen es spannend. Bumm. Kann man natürlich auch so besiegen. Ja, der Bosskampf ist echt schwer. Und er bewegt sich rapide, schießt sehr viel, wirft diese Bomben. Er hat schon ordentlich viel im Petto. Das hier ist so ein mexikanischer Bau. Finde ich cool. Ja, ihr seht's, ne? Der ist schwer. Guck mal, wie schnell der ist. Unglaublich. Einfach unglaublich. Ja, normalerweise sollst du hier Wild West Kit benutzen. Aber Girl ist faul. Ja, ich will euch zeigen, dass wir auch so besiegen können. Ich nehme schon noch Wild West Kit, keine Angst. Nur jetzt hier nicht für die erste Phase, das ist ja noch der Anfang. Der mit seinem komisch motorisierten Einrad. So, nicht aus dem Wilden Westen. Guck, er ist schon gelb. Na komm. Nein, nicht der Ritter. Nein, 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 nein. Komm. Take this. Und dann fliegt er sogar vom Rad. Tja, Leute. Es stellt sich heraus. Boah, guck mal, wie rapide der ist. Ich dachte, der ist sau schwer zu besiegen. Aber Leute, stellt sich heraus, dass die Verwandlungen ziemlich gut sind. Auch in Bosskämpfen. Ich könnte, glaube ich, sogar oben auf den Hausdächern campen. Oh Gott, jetzt kommt die super coole Mega-Phase. Duell. 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 Los! Wir haben ausrasten jetzt mit seiner scheiß Gatlin. Ja, jetzt müssen wir uns da voranpirschen. Richtig nervig. Aber wir können natürlich jetzt hier auch in Deckung gehen und ihn treffen. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Das ist so ein richtiges Shooter-Erlebnis. I love it so much. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und das Problem heißt, wir haben keine Verwandlung mehr. Müssen wir uns so ranpirschen. Nicht schlimm ist. Wusch! Und das war's. Habe ich euch zu viel versprochen, weil der Boss kommt nicht so schwer. Scheint ziemlich schwer. Dafür, dass der zweite Boss ist. Vergleichsweise mit der ersten, weil ich nur drauf bashen musste und keine Herausforderung hatte. Der war nervig. Das war der Kampf am Affenkanal. Stand das da?
Und der zweite Fernsehsender ist abgeschaltet. Drei Folgen, natürlich nur, weil es nur drei verrückte Affen gibt. Sie haben den blauen Affen. Was geschieht hier, Tomuki? Keine Angst, Spectre. Der Äther wird noch immer von unserem Signal beherrscht. Ja, stimmt. Und drei der verrückten fünf Affen sind übrig. Die Menschen schaffen es nicht auf die nächste Stufe. Sagt wer? Sagst du? Gute Arbeit. Die anderen verrückten Affen sind halt schwächer als der Blaue. Wie wohl die anderen goldenen Regeln des Revolverhelden lauteten? Wie kommst du jetzt darauf? Wie kommt ihr jetzt auf die goldenen Regeln von Revolverhelden? Nur weil wir Cowgirl waren. Ich verstehe es nicht. Na gut. Wie immer, wir haben jetzt Most geschafft. Ich verziehe schon wieder, es tut mir leid, das Spiel macht zu viel Spaß. Wir haben schon wieder einen Boss geschafft. Ach komm, Keks hol ich auch noch. Und dann erhöhe ich natürlich wieder meine Leiste. Guck mal. Ach guck, und hier gibt es die Geschosse. Soll ich die jetzt einmal kaufen? Komm. Haben wir wenigstens einen von denen. Komm, jetzt ziehen wir noch 10 Lose. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Jackpot! Hinweisbuch, Super Saiyan 8 und 3. Nummer 4. Affection, Liebling des weißen Affen. Das heißt, ein bisschen viel schneller jetzt hier gemacht als in Teil 2 mit dieser Gacha-Maschine. Das relativ nervig war. Jackpot, Musik-CD, kleine Horrorstadt. Hinweisbuch, Ruhrgegenstände mit Kombi. Das ist, glaube ich, los Nummer 7 jetzt. Fernsehbrunnen. Kanal 4. Was auch immer das ist. Affection, Wimmern des alten Affen. Serious Gift, Szenenbuch. Fernsehprogramm, Kanal 2. Komm, zwei Stück noch. Nee, du verlierst. Große Energie. Nein, nein. Und Jackpot, Teleportkarte. Drei Beine. Ja, die Gegnerkarten gibt es natürlich auch wieder. Also, die Lotterie, da kannst du alles bekommen. Random. Guck dir das mal an. Gotchaman. Ja, das ist die Verwandlung, die Satoru bekommen würde. Und guck. Je mehr Affen wir besingen, desto vollständig wird auch die Leinwand. Richtig süß. Und nicht nur Rosa ist ein Idol, sondern auch Sayaka. Top das. Das ist der Musikladen. Hier kannst du mit Goldmünzen Gegenstände kaufen. Hier erworbene Gegenstände können im Heimkino genossen werden. Genau, also man kann natürlich per Los das Random bekommen oder man kann es dir gezielt kaufen. Ob neue Gegenstände angekommen sind. Das Ding ist, die Sachen sind verdammt teuer. Da kriege ich 3 Lose für. Deswegen ist man am besten damit bedient, wenn man nur die Lose kauft. Auch hier. Das ist der Hobbyladen. Hier kannst du mit Goldmünzen Gegenstände kaufen. Und all das, was man hier kaufen kann, gibt es auch in den Losen. Hier erworbene Gegenstände können in der Minispielecke gespielt werden. Der Witz ist, je mehr man hat, desto unwahrscheinlich ist natürlich, dass man das bekommt, was man haben möchte. Und den Rest, wenn einem nicht mehr allzu viel fehlt, kannst du halt dann gezielt in den Läden erwerben. Was in Ape Escape 2 nicht ging. Was ich da auch schon kritisiert hatte. Oder in der Galerie betrachtet werden. Du solltest regelmäßig nachsehen, ob neue Gegenstände angekommen sind. Ja, und hier kann man später auch die Astikas kaufen, Minispiel kaufen, etc. Ist das denn ein Fotogewinnspiel? Geheimes Foto. Haut drauf. Wow. Okay. Cool. Also wenn man gezielt noch Fotos haben möchte, wäre man da auch, finde ich. Supi. Dann würde ich sagen, ich spreche mal das Spiel beim nächsten Mal. Geht's mit einem Morphbehälter in das nächste Level. Wird richtig cool. 14% haben wir schon. Und ich freue mich auf die zukünftigen Level. Weil das Spiel hat noch so viel zu bieten, das glaubt ihr nicht. Okidok. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne provozieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier
kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!